Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche im Universum von Pathfinder Kingmaker. Ja, wir haben ja schon eine ganz ordentliche Reihe an Folgen rausgehauen und zusammen erlebt. Da kniet er sich gleich mal hin. Naja, okay, steh mal wieder auf, das ist ja, was machst du denn da? Erstmal betend, sagt er. Oder erstmal Dankeschön sagen für all die netten Menschen, die auf diese Videos geklickt haben. Im Schnitt gucken das so 20 Leute. Und das gefällt mir nicht nur richtig gut, weil es toll ist für meinen YouTube-Account. Nee, es überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen, weil das Spiel ja jetzt nicht gerade neu rausgekommen ist und weil es ja auch schon eine ganze Menge Let's Player gibt, die das ja auch gespielt haben. Ne? Ja, umso schöner, dass hier Leute zuschauen. Heute ist im Real Life gerade Samstag. Ich nehme es also alles ein bisschen vorher auf. Ich weiß nicht, ob ich die 4 Folgen für die Woche alle komplett aufnehme. Vielleicht wird es auch nur 1 oder 2. Ich muss mal sehen. Die Sonne scheint nämlich ordentlich heute und vor allen Dingen die Allergie kickt rein. Ja, die Allergie. Ich habe manchmal ein bisschen Heuschnupfen und deswegen kann es sein, dass ich gelegentlich ein bisschen schniefe. Also bitte nicht wundern. Gut, letzte Folge endete damit, dass wir hochgegangen sind und ich suchte den Tristan und dann war ich gerade hier oben und sah den Tristan und dann habe ich die Folge beendet. Das ist jetzt, ich sag mal, über eine Woche her. Und jetzt haben wir den Tristan hier und wir können mal mit ihm reden. Macht euch um mich keine Sorgen. Jod sagt, ich bin bald wieder wohlauf. Okay. Das heißt, aktuell ist er scheinbar zu geschwächt, um mit uns mitzukommen. Guck mal, hier haben wir noch persönlichen Besitz. Ja. Ich sag mal so, den persönlichen Besitz, den räumen wir mal raus. Und verkaufen den mal. Und machen mal wirklich... Der Gegenstand ist dann folgend der Tempel des Elchs. Und machen wir mal hier ein bisschen Tabula Rasa. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu verkaufen. Was ist das denn hier? Lendenstück. Eine Zutat zum Kochen. Da muss das Lendenstück mal hier rüber. Kann sein, dass das hier alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Was wir als erstes mal machen wollen, wir gucken mal ins Questbuch. Ins Tagebuch von Lindsay. Und wir haben tatsächlich, ich sage jetzt mal, nicht mehr so viel in Anführungszeichen. Das erste, was hier steht, ist Raublande. Und hier seht ihr, endlich können wir zu der Tat schreiten, wegen der wir hier sind. Attacke, die Festung des Hirschkönigs angreifen. Das Schicksal der Raublande hängt am seidenen Faden. Wir haben noch 73 Tage dafür. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge Zeit und könnten theoretisch noch einen der anderen Aufträge machen. Zum Beispiel hier den Albtraum im Flussbett. Ursprung der Albträume und einen Weg, sie zu beenden, finden. Unser Anführer, das bin ich, findet in letzter Zeit kaum Schlaf, allerdings nicht wegen der Bettwanzen in seiner Matratze. Kaum schließt er die Augen, beginnt ein Albtraum ihn zu plagen. Ein aufgeblähter, ertrunkener Leichnam wiederholt immer wieder dieselben Worte: Wirkwasser. Wir sollten dorthin reisen und herausfinden, was es mit diesem schrecklichen Träumen auf sich hat. Ich würde fast denken, dass wir das mal machen. Die Aufträge sich beweisen. Das ist ja hier den Schlitzzahn. Wobei wir den hier zweimal haben. Das könnten wir auch machen. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist uns erstmal vielleicht nochmal gut aufstellen in Bezug auf Kirsten Garris in 08 Augen. Hier hatten wir ja alles. Glutasche. Und zwar nochmal gucken, was wir an Tränken mitnehmen können. Warte mal, bleibt mal eben hier. Wir gucken nochmal ins Inventar. Ich glaube, die... Ja, wir gucken nochmal. Das ist ja unsere Gruppe hier. Wir haben auf jeden Fall einen Heiltrank und eine Säurefiole. Rindenhautperson vergrößern, Blindheit kurieren. Das ist das gleiche wie das hier. Schriftrollen, teilweise Genesung. Mittelschwere. Also das. Ah, das ist natürlich alles hier. Na gut, das kann man erstmal so lassen vielleicht. Also ich möchte, dass auf jeden Fall jeder sag mal, ordentlich versorgt ist mit Trinken. Vielleicht ein kleiner und ein großer. Er hat dafür diesen Stab, glaube ich. Der kann auch nochmal, genau, er ist ein kleiner quasi und ein großer. Sie hat einen kleinen und einen großen, sehr gut. Auch hier klein und groß. Und was ist das hier eigentlich? Schild des Glaubens. Zauber ist verfügbar für Harim. Okay. Sie hat das Ganze in der dunklen Version. Und nochmal den Zauberstab für unbetaubenden Schrei. Und ihr fehlt noch ein großer Trank. Magisches Geschoss, genau. Schriftrolle, magisches Geschoss.
so dass wir da erstmal ganz okay mit aufgestellt sind. Aber trotzdem würde ich noch mal gucken, ob wir nicht bei Bocken hier noch mal Tränke kaufen können. Ich bin mal gespannt, ob das hier eigentlich begrenzt ist, also ob man einfach nur 84 Tränke kaufen kann und dann ist Schluss oder wie sich das dann zusammensetzt. Das wird sicherlich spannend werden. Wir haben 12, wir kaufen mal 8. Wir kaufen mal 10. Ja, genau. Und von den mittelschweren haben wir nicht ganz so viele. Was kosten die denn? 300? Ah ja, dann kaufen wir vielleicht nur 2. Lass mal gucken, oder vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 müssten wir haben. Also kaufen wir vielleicht 4. 1700 handeln wir mal. Ihr seht ja, wir haben eine ganze Menge Geld. Das sollte also okay sein. Vielleicht können wir bei Oleg noch ganz schnell was verkaufen. Er hat noch jetzt hier gerade noch mal genau Plunder gefunden. Packen wir damit rein. Das war, glaube ich, auch Plunder. Ja, genau. Da kriegen wir noch mal 40. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich glaube, das ist in Ordnung so. Was war das hier? Verfügt den Träger des Stirnbands über das Attribut negative Energie fokussieren, erhöht sich der Schaden gegen lebende Kreaturen. Was haben wir da noch nicht? Das müssen wir wirklich mal im Hinterkopf behalten. Genau, das machen wir mal. Handeln wir das mal so. Dann sind wir im Grunde genommen gut All according to aufgestellt. plan. Ja, genau. Und würden dann mit der üblichen Gruppe erstmal den Laden hier verlassen. Ich gehe mal unten raus. Ich weiß auch nicht genau warum. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. So, übrigens, genau, das ist das, was wir immer da lassen. Das ist unsere Gruppe. Die tauschen wir auch nicht aus. Wir haben offensichtlich auch niemanden zum Austauschen soweit. Vielleicht ein bisschen bedauerlich, aber gut. Ich dachte, man könnte den Tristan mitnehmen. Wenn ich mir schon mal vergleichsweise andere YouTuber angeguckt habe, meine Güte, schwieriges Deutsch heute, dann hatten die mal noch ganz andere Charaktere dabei, interessanterweise. So, hier hätten wir Wirkwasser. Das heißt, wir würden jetzt mal hier hinrennen. Schlitzzahns Versteck ist halt auch die Frage. Amire helfen, Schlitzzahn zu besiegen oder Schlitz und Schlitzzahn. Alle Jäger des grünen Gürtels kennen den Namen Schlitzzahn und den Ort, an dem sich das riesige Wildschwein niedergelassen hat. Die Lager der Technikliga ist auch schwierig. Kiefernfleck. Ich weiß gerade nicht genau. Achso, ich wollte gerade sagen. Also wir könnten jetzt irgendwie rechts drum runter hier den Hirschkönig besiegen. Du warst noch nie an diesem Ort. Es könnte natürlich sein, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir gehen erstmal hier runter und gucken uns den Kram an. Und dann ziehen wir hier rüber. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, ne? Burgard Jagdrevier. Das mal ausprobieren. Die Reise dauert 12 Stunden. Dann sind wir ziemlich erschöpft, wenn wir da ankommen. Aber gut, machen wir mal. Okay, hallo? Die Reise dort annehmen. Nee. Der reist da nicht hin, weil. Ah ja, hier, 6 Stunden. Wahrscheinlich, weil wir das noch nicht erkundet haben, das Gebiet. Oh, wassergetränktes Tiefland. Ein düsteres, feuchtes Tiefland, das in einen Sumpf übergeht. Reisende meiden diese Gegend, denn der Sumpf allein schon gefährlich ist. Zu allem Überfluss aber auch noch Monster und andere feindselige Kreaturen anlockt. Nur mal ganz kurz gucken. Nur mal ganz kurz gucken. Ah.
Wir marschierten lange über die Heide, konnten aber nichts Besonderes ausmachen. Schließlich entdeckten wir ein grünes Tiefland mit mehreren Quellen in der Nähe, die an einem weiteren Hügel hinabflossen. Und dort, in einiger Entfernung in der Mitte des üppig bewachsenen Tieflands, stand ein einzelner vertrockneter Baum, ein wahrer Riese. Sein großartiger Umriss erinnerte an eine Tierpfote, die nach dem Himmel griff. Aber das eigentlich Bemerkenswerte war, die flache Ebene war bedeckt mit merkwürdigen dunklen Höckern. Sie waren etwa mannsgroß und in großer Anzahl verteilt. Wir beschlossen, das Tiefland zu erkunden. Wir hatten Wichtigeres zu erledigen, also kehrten wir. Wir werden das auf jeden Fall uns untersuchen. Je weiter wir gingen, desto weicher wurde der Boden. Schritt für Schritt wurde das Heidegras abgelöst durch Moos, niedrige Büsche und Farne. Und schließlich kamen dunkle Pfützen stinkenden Sumpfwassers hinzu. Der schlammige Untergrund zog an unseren Füßen. Und schon bald sprang unsere Gruppe von Grasbüschel zu Grasbüschel. Endlich erreichten wir die erste Gruppe der seltsamen Höcker und erkannten, dass es sich dabei in Wahrheit um Behausungen handelte. Wir bewegten uns vorsichtig weiter auf die Mitte des Tieflands zu und dort begann dann der richtige Sumpf. Auf dem Weg zu dem geheimnisvollen Riesenbaum sahen wir die Silhouette einer weiteren Hütte, die allerdings viel größer und von kleinen Lehmstatuen umringt war. Ich habe übrigens eine kleine Statue namens Kaffeetasse hier und da werde ich mal einen schicken Schluck jetzt nehmen. Wir durchsuchten die Behausung in der Umgebung, wir wollten uns nicht zurückziehen und gingen weiter zum großen Baum. Und wir wollten unterwegs die große Hütte besuchen, Hintereinander und mit einem Seil verbunden setzten wir unseren Weg fort. Das finde ich gut. Komm, das machen wir. Gescheitert. Wir gingen langsam, bedachten jeden Schritt und blieben so weit wie möglich auf trockenerem Boden. Doch je weiter wir kamen, desto schwieriger wurde es. Und schon bald warteten wir durch hüfthohes Schilf. Frösche quakten laut, während wir beunruhigt in das trübe Wasser starrten, um zu erkennen, welche Schatten dort über den Grund glitten. Plötzlich stolperte Mark, fluchte und ruderte mit den Armen. Er hatte einen falschen Schritt gemacht, konnte seinen Fuß nicht mehr herausziehen, schrie laut auf und begann im widerlichen grünen Morass zu versinken. Doch wir behielten einen klaren Kopf und zogen am Seil. Doch der schlecht geknüpfte Knoten ging rasch wieder auf. Das ist ja wundervoll. Wir eilten zur Rettung, ahnt, dass die Zeit knapp war. Damit nicht noch einer von uns ins Moor gezogen wurde, beschlossen wir, eine Kette zu bilden. Wir standen nebeneinander, hielten uns an den Händen und begannen, unseren Kameraden herauszuziehen. Gescheitert. Der Kopf von Mark wurde unter das tödliche Wasser gezogen, aber unsere Hände waren gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Wir zogen mit aller Kraft und er kam wieder zum Vorschein und schnappte über dem Schlamm nach Luft. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits grün im Gesicht, bedankte sich dann aber überschwänglich, sobald er wieder zu Atem gekommen war. Das unersättliche Moor gurgelte uns hungrig nach, aber wir blickten nicht zurück. Durchnässt und erschöpft schafften wir es schließlich auf festen Boden und vor uns erhob sich eine Art Palast. Es war eine geräumige Hütte aus Lehm, wie die übrigen, aber verziert mit Kieseln, Knochen, Schilfrohren und Schneckenhäusern. Vor dem Palast befand sich ein breites, seichtes Becken. Das grüne Wasser darin reflektierte die Blätter großer Farne und primitive Lehmfiguren. Müsste es heißen, primitive Lehmfiguren? Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Wir waren nicht mehr weit von der Mitte des Sumpfes entfernt und ein fester Weg führte direkt durch das dichte Gebüsch. An seinem Ende erhob sich der groß vertrocknete Baum mit Macht nach oben und kratzte am Firmament. Wissen Welt. Eine 17. Okay, um das einmal richtig zu sehen. 17 müssen wir schaffen, 9 haben wir in der Tasche. Das heißt, wir müssen mindestens eine 8 würfeln. Wir untersuchten die Lehmfiguren, um herauszufinden, wen sie wohl darstellten. Ja, komm. Erfolgreich. Glubschaugen, flache Köpfe ohne Hals, Ohren oder Kinn, hässliche lange Beine, gebeugte Körperhaltung. Diese Skulpturen konnten nur das Werk von Boggarts sein. Primitive, grausame Boggart-Stämme bewohnen schon seit Urzeiten die Sümpfe von Garund und Avistan. Sie sind rücksichtslos gegenüber anderen und sich selbst und werden angeführt durch die dunklen Instinkte ihrer wahnsinnigen Priesterkönige. Bekannt ist auch, dass sie in den Becken in den Häusern Fische züchten. Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Wir waren nicht mehr weit von der Mitte des Sumpfes entfernt und ein fester Weg
führte direkt durch das dichte Gebüsch. An seinem Ende erhob sich der große, vertrocknete Bau mit Macht nach oben und kratzte am Firmament. Hier fehlt das M wahrscheinlich. Naja. Wir warfen einen Blick in die Hütte. Der Palast war doppelt so hoch wie die übrigen Hütten und sein Eingang war so breit, dass ihn drei Männer nebeneinander durchschreiten konnten. Die Wände waren verziert, ein unbekannter Baumeister hatte Zeichnungen in den Lehm geritzt, als er noch feucht war. Die verblasste Karakelei stellte große Amphibien dar, die kleinere Figuren verschlangen. Einige mit Froschkopf, andere nicht. In dreien der vier Zimmer befanden sich große Löcher voller Wasser, genau wie in den übrigen Behausungen. Nur dass hier in den Boden gehauene Stufen hineinführten. Im hintersten Raum hing Ausrüstung an den Wänden. Lederrüstungen, Speere, Keulen. Zu unserer Überraschung war einiges davon noch gut erhalten. Die Hütte war fraglos verlassen, also hatten wir keine Bedenken, einiges davon mitzunehmen. Das kennen wir schon. Erhaltene Gegenstände, Kurzschwert, Lederrüstung, Goldmünzen, 137 Stück. Weiter geht's. Es war förmlich ein Genuss, wieder den bekannten Pfad zu beschreiten. Wir stellten uns vor, unsere durchnässte Kleidung wäre trocken und sofort hob sich die Stimmung. Die Büsche am Wegesrand schienen uns freundlich zuzuwinken und mit ihren saftigen grünen Blättern und den leuchtenden roten Beeren. Ein frischer Wind vertrieb den Gestank der Fäulnis und schließlich fühlte es sich so an, als brächten wir den Sumpf bald hinter uns. Doch dann erstarb der Wind und die dornigen Zweige bewegten sich immer noch und wir hörten einen lauten Schrei. Lindsay, die nach hinten sicherte, deutete auf eine wogende, kriechende grüne Mauer, die den Pfad hinter uns auffüllte. Das Dickicht um uns herum erwachte zum Leben, seine Äste streckten sich mit einem leisen Rascheln nach uns aus, Pflanzensaft trat aus den Dornen aus und leuchtete im smaragdgrünen Halbdunkel. Der Weg verschwand. Wir konnten nicht mehr zurück und die freie Lücke vor uns schloss sich ebenfalls. Oh nein! Was können wir machen? Eine 4, wir müssen eine 12 würfeln für Amiri. Wir rannten so schnell, unsere Beine uns trugen und schließen auf den schließenden Gang zu. Oder Stärke. Puh, der beste Charakter ist sie? Jetzt mal ehrlich, 15. Da müssen wir eine 12 würfeln und hier müssen wir auch eine 12 würfeln. Wir rannten vorwärts und schwangen dabei unsere Fackeln in der Hoffnung, die fressigen Pflanzen abzuschrecken. Hey, schwierige Entscheidung. Beweglichkeit ist... Ich glaube, wir sind nicht so richtig beweglich. Wir rennen einfach. Was hatten wir uns dabei nur gedacht? Das feuchte Blätterwerk und das morastige Gestrüpp ließen sich nicht in Brand stecken. Und das blutrünstige Gebüsch zeigte auch keinerlei Angst. Wir konnten nur noch weglaufen. Grüne Wände umschlossen uns, Äste griffen nach unseren Ärmeln, bösartige Dornen zerkratzten unsere Hände und unsere Gesichter brannten wegen des säurehaltigen Pflanzensafts. Wurzeln wickelten sich um unsere Füße und unser Blut tropfte auf die Blätter, aber unter Aufbietung aller Kräfte gelang es uns schließlich doch, dem mörderischen Grün zu entkommen. Schließlich erreichten wir nach einem endlos erscheinenden Lauf den vertrockneten Riesenbaum, der uns von Anfang an so fasziniert hatte. Und siehe da, in seinem Stamm war ein Götze geschnitzt, eine große gehörnte Kröte mit drei Augen. Ihre Kulleraugen ließen sie gleichzeitig grausam und dumm, ja beinahe idiotisch wirken. Das Maul stand halb offen und zeigte scharfe Zähne und mehrere Zungen. Tiefbraune Streifen liefen aus dem Mundwinkel herab. So, Wissen Religion, das sollten wir hinkriegen. Wir versuchten zu erkennen, um was für einen Götzen es sich wohl handelte. Der Götze hatte eine böse Ausstrahlung, um es vorsichtig auszudrücken. Wir wussten, dass wir ihn zerstören mussten. Nee, hier Wissen Religion. Ja. Es bestand kein Zweifel. Das war Gorgunta, Meisterin des großen Sumpfes im Abyss. Abyss der Dämonen. Gorgunta ist ein Dämonenlord stinkender Sümpfe und die einzige Göttin der sumpfbewohnenden Boggarts. Sie tritt als Frosch mit vielen Köpfen und noch mehr Augen und Zungen in Erscheinung. Die Boggarts stellen sie als riesige Königin ihrer Art dar. Doch was war das? Während wir den Götzen untersuchten, kam eine große hellblaue Libelle aus einem Loch in den Baum geflogen und ließ sich bei einem von uns einladend auf der Nase nieder. Das Ganze war überaus merkwürdig, sie reagierte nicht auf unsere Bewegungen und schien sich dort, wo sie saß, ganz wohl zu fühlen. Auch schön. Chaotisch böse,
Plötzlich ergriff Mark die Libelle und hielt sie sich vor den Mund. Oh Götter, hat er etwa beschlossen, sie zu essen? Nee, das machen wir nicht. Ich esse doch jetzt keine Libellen, also jetzt mal ehrlich. Wir beschlossen uns nicht mit dem unheimlichen Götzen zu befassen. Naja gut, andererseits, wir befassen uns nicht mit dem, ist neutral und hauen ab. Nee, ich finde, wir sollten hier rausfinden, was los ist. Aber zerstören ist auch irgendwie blöd. Also dann essen wir ihn. Ich hörte ein nasses Knacken und verzog das Gesicht noch, bevor ich etwas sehen konnte. Ich drehte mich um und vernahm einen entfernten Schrei. Mark war leichenblass geworden und brach zusammen. Wir konnten ihn gerade noch auffangen. Nachdem er nach einigen Stunden wieder erwacht war, erzählte er uns erstaunliche Dinge. Die Priester der Bogards essen blaue Libellen, um in eine hypnotische Trance zu fallen, in der sie den Willen der Göttin hören können, der Dämonenherrscherin Gugunta, Schöpferin aller Bogards. In seinem Traum erschienen Mark uralte Zeiten, wie die Bogards ihre Ansiedlung errichteten, wie sie ihre Nachbarn überfielen und deren Kinder versklavten, wie sie blutige Rituale zur Verehrung aufgedunsener Amphibienmonster abhielten und wie ihr Gelächter durch die finsteren Jahrhunderte erschallte. Und er sah einen Priester, der einen Haufen geplünderter Schmuck in seiner Hütte versteckte, anstatt ihn seiner grausamen Göttin zu opfern. Zur Strafe belegte die zornige Gugunta seinen Stamm mit einer schrecklichen Seuche und der Priester sollte der Letzte sein, der Seinen werden. Wir kehrten um den fürchterlichen Sumpf zu verlassen. Das fleischfressende Gebüsch beruhigte sich und machte Platz. Auf unserem Rückweg wollten wir unbedingt in die Hütte des Priesters und den Schatz ausgraben, wegen dem einst sein gesamter Stamm sterben musste. Wir haben ein Smaragd erhalten und 177 Erfahrungen. Ha, puh, das war aber jetzt krass. Na gut, einmal der Kröte begegnet, würde ich sagen. Ich setze meine Reise mit dem Kaffee fort. Möchtest du diesen Ort wirklich betreten? Wir sind ein bisschen angeschlagen, wie ihr sehen könnt. Aber erstmal ein schönes Abenteuer starten. Genau das, was wir haben wollen. So. Irgendwo gab es nochmal den Hinweis, dass gar nicht so schlecht war tatsächlich. Wenn man hier die Reihenfolge ändert, dann ändert das auch die Reihenfolge der Formation. Ich habe es ja jetzt so tatsächlich erstmal aufgestellt. Ja, dass das alles ganz okay ist so. Ja, Jethel vorne ist natürlich wegen der Wahrnehmung wichtig. Gucken wir uns mal die Karte an. Es ist eine schmale Karte, Nesselkreuz. Wir werden hier einiges untersuchen müssen, glaube ich. In due time. Wir speichern vielleicht mal eben. Hat ja beim letzten Mal, in der letzten Aufnahmesession schon gesagt, das machen wir jetzt vielleicht ein bisschen öfters. Ich bin ja hier kein Profispieler. 5 Münzen für die Überfahrt. Okay. Jetzt haben wir hier dieses kleine Haus, ist schon vor etlichen Jahren niedergebrannt. Ich glaube, manchmal trabe ich einfach auch in mein Verderben. Oh ja, da ist was. Dann gehen wir doch mal da rein. Oh, Lindsay macht das durchs Fenster. Nicht identifiziertes Objekt. Einsammeln und Objekt identifizieren. Was kann der Ring? Schutzring 1. Der kostet nochmal einfach $500. Ein Ablenkungsbonus von +1 auf die Rüstungsklasse. Boni desselben Typs sind grundsätzlich nicht kumulativ. So, wir gucken mal, was das macht, wenn ich den jetzt hier reinsetze. Sehen wir erstmal nichts. Da ändert sich so gar nichts, oder? Sehe ich hier irgendwie was nicht? Nö, da ändert sich nichts. Ändert sich denn hier irgendwas? Will sie jetzt auch nicht einen Ablenkungsbonus auf die Rüstungsklasse? Boni desselben Typs. Vielleicht sind die dann, weil nicht kumulativ irgendwie, wirkt der dann nicht? Ah ja, tatsächlich, guck mal.
Hier bei ihr wirkt er. Er hat schon einen und wenn wir ihm jetzt einen zweiten ansetzen, ja, passiert da tatsächlich nichts. Also man kann davon dann nur einen nehmen, das ist doch gut. Ich glaube, sie hat eine schwache Rüstungsklasse, steht aber immer ganz vorne. Genau, deswegen kriegt sie da jetzt mal diesen Ring angezogen. Okay, wundervoll. Geht das schon mal gut los, oder? Da hinten die Glutasche ist echt auch lustig. Oha, oha, wer bist du? David Nessel. Das Gesicht des Leichnams ist nach der langen Zeit im Wasser aufgedunsen. Der Gestank, der seinem zahnlosen Mund entweicht, ist so beißend, dass deine Augen tränen. Das geht mir morgens auch so. Die Hand, in der er einen unheilverkündenden Speer hält, ist mit Schorf bedeckt. Du fühlst dich plötzlich schwach, als würde eine kalte, nasse Hand schwer auf deinem Kopf lasten. Dein nasses Haar klebt auf deiner Haut und Rinnsale aus eiskaltem Wasser laufen dir übers Gesicht und Hemd. Dann hörst du in deinem Kopf ein heiseres Flüstern. Da seid ihr ja. Jadel zuckt angewidert zusammen. Dann warst du es, der mir diese Albträume geschickt hat. Das ist ein bisschen verwirrend, weil jetzt hier Jadel auftaucht. Könnte man meinen, sie spricht mit ihm, aber wir sprechen, glaube ich, mit ihm. Als ein gurgelndes Lachen deinen Schädel erfüllt, verschwimmt deine Vision und deine Ohren scheinen sich mit Wasser zu füllen. Alle anderen Geräusche sind gedämpft, als wärst du unter Wasser gefangen. Du schüttelst deinen Kopf, um dich vor diesem Gefühl zu befreien. Wer bist du? David Nessel. Ein Sturm von Bildern blitzt vor deinen Augen auf. Vor langer Zeit kam dieser Mann, der damals noch lebte, von Brevoy hierher, baute eine Seilbrücke und ein Haus und ließ sich von all jenen bezahlen, die über den Fluss setzen wollten. Das ist eine kluge Geschäftsidee. Wie bist du denn gestorben? Du siehst die Vision eines Frühlingstages. Sonnenlicht wärmt deine Wangen. Drei Männer nähern sich dem Haus an der Brücke. Einer von ihnen trägt einen geweihartigen Helm. Der Hirschkönig. Wütende Gesichter. Ein Streit, das Schimmern eines gezogenen Schwerts. Plötzlich weiten sich die gierigen Augen des Hirschkönigs in ungläubigem Erstaunen. Der Herr des Hauses hat seine Hunde von der Kette gelassen. Du wirst von einem brenzligen Geruch und lautem Gebell geweckt. Flammen kriechen die Wände hinauf, das Geräusch von zersplitterndem Glas, die eiskalte Nachtluft. Du bist draußen, außerhalb des Hauses und irgendetwas stimmt nicht. Ein Pfeil bohrt sich tief in deine Schulter. Du hörst das schallende Gelächter aus 10 Kehlen. Du läufst, bist schon in der Mitte der Brücke. Der Mann mit dem geweihähnlichen Helm durchtrennt die Seile. Ein markerschütternder Schrei erfüllt die Luft. Und was willst du von mir? Du siehst die Vision eines Mannes mit einem geweihartigen Helm. Du hörst ein unterdrücktes Stöhnen und der Helm fällt mit einem dumpfen Geräusch zu Boden. Deine Hände sind voller Blut, zu viel Blut, Tod dem Hirschkönig. Hasst ihr es nicht auch, wenn euch jemand um etwas bittet, das ihr ohnehin machen wolltet? Ich neige in solchen Fällen dazu, gar nichts zu tun, nur um den Bittsteller zu ärgern. Naja, komm. Lindsay, das muss jetzt nicht sein. Warum muss ich das übernehmen? Also schön chaotisch, neutral. Ich weigere mich aus Prinzip, euch zu helfen. Ihr hättet meinen Verstand in Ruhe lassen sollen. Nein, 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 nein. Warum muss ich das übernehmen? Du spürst, wie die unsichtbare Finger, die kälter sind als Stein, eine nasse Strähne deines Haars aus der Stirn streichen. Okay, vielleicht war die Frage auch doof. Du siehst den Hirschkönig und seine Spießgesellen, die versuchen, eine neue Brücke zu bauen. Dann laufen sie in Panik vor dem verrottenden Monster davon. Seitdem hat der Hirschkönig diesen Ort gemieden. Ich finde es schön, dass man so eine Frage stellt und dass man dann so eine Traumantwort bekommt. Finde ich richtig gut gemacht. Also gut. Der ertrunkene Mann, der regungslos neben dir gesessen war, nickt mit dem Kopf. Kommt später, nimmt den Speer. Oha. Naja, immerhin wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt mit dem nochmal reden oder handeln. Niemand wagt es, in meinen Kopf zu schlüpfen. Stirb, Monster. Nein. Das ist doch Quatsch. Okay, wir kommen also hier nicht rüber und wahrscheinlich kommen wir eh nicht rüber auf die andere Seite. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Jawohl. Auf
Offenbar war in diesem Fall einmal eine Seilbrücke befestigt. Ja, offenbar. Das heißt, wir kommen hier auch selbst nicht rüber. Wir sollen also den Hirschkönig erledigen. Gut, ich meine, das... Oh ja, lass uns mal hier gucken. Was ist das? Eine alte Russlandmünze. Ich finde, wir sollten immer eine im Inventar haben. Offensichtlich brauchen wir das. Gut, lass uns mal ins Tagebuch gucken. Den Hirschkönig töten und dann mit Nessel reden. Gut, aber es ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Es ist halt das, was halt immer da ist. Okay. Ja, dann machen wir das so, wie ich es gesagt hatte. Wir gehen mal hier noch ein Stück runter. Was? Flüsschenerhebung? Flüsschenerhebung, was sagt denn? Flüsschenerhebung. Wollen wir mal zur Flüsschenerhebung? Wir betreten mal das Flüsschen. Ist wirklich eine Karte? Ja, krass. Weil, dann könnten wir natürlich gucken, ob wir hier noch kämpfen mit irgendwem. So ein bisschen Flüsschen. All according to plan. Ja, das sehe ich aber auch so. Lass uns hier nochmal checken. Ist eine kleine Sache. Es geht links rum und rechts rum. Wir folgen dem Uhrzeigersinn. Langsam natürlich. Follow my lead. Ist das da eigentlich unser Tierchen? Wo ist denn unser Tierchen? Das war doch unser Tierchen da, oder? Vielleicht gibt es hier auch nichts. Außer einem Ausgang? Das kann ich ja kaum glauben. Okay, pass auf, dann gehen wir mal den anderen Weg lang. Interessant, wenn es hier nichts gibt. Auch schön. Also ich meine, seltsam. Ah ja. Okay, wir speichern mal und gucken wir mal, kriegen wir das erledigt, das Tier. I am prepared. Serves you right. Ja. Don't hesitate. Ich denke, wir müssen uns relativ gut aufstellen. Just letting the ink dry. Wo ist denn hier eigentlich? Ist das hier, ne? Magisches Geschoss. So, machen wir das mal so. Sie hat jetzt magisches Geschoss gezaubert? Lass mal gucken. Kann das sein? Magischen Gegenstand benutzen, Wurf fehlgeschlagen. Ernsthaft jetzt mal? Okay, das ist ein großer Wasserelementar. Schadensergebnis 11. Schadensquelle Kompositbogen. Verursacht 6 Schaden, reduziert bei großer Wasser. Okay. Repent! Tear them apart! Let us strike as one! Ich weiß nicht, ob man jetzt hier sowas machen kann. Das scheint nicht zu funktionieren, dann lassen wir das. Greifen wir einfach an. Lindsay hat jetzt das mit dem Geschoss schon zweimal verkackt. Na, sie macht das nochmal. Magischer Gegenstand schon wieder fehlgeschlagen. Also, das ist ja verrückt. Aber machen wir dem Tierchen denn Schaden? So ein bisschen schon, ne? 14 Schaden, das, da, ist, da geht schon was. Aber wir haben halt wirklich, wirklich viel zu tun. Das lassen wir nochmal. Wir versuchen es nochmal mit dem magischen Geschoss. Also, okay, das mit dem, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Was ist denn da los? Warum kann denn Lindsay nicht schießen? Ladung 17, Zauberstufe 3. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Bin ich da besser aufgestellt? Wo kann man denn hier Zauberstufen sehen? Na gut, wir machen mal Folgendes. Wir bleiben mal bei dem... Hälfte jetzt.
Sie muss einen Trank nehmen. Sind da alle drin? Nein, da sind noch nicht alle drin. Dann gehen wir mal hier rein. I can't keep this up much longer. Bist du tot? Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bist auf dem Weg, quasi. Den sie verursacht, großes Wasserelementar. Die Frage ist, ob sich das noch lohnt, das zu machen. Oh fuck, das hätten wir vielleicht nicht tun sollen. Ja, vielleicht sollten wir überhaupt nicht angreifen, was? Also ich habe noch nicht raus, quasi, wann man sagt, das lassen wir mal lieber. Wir laden das nochmal, schnell speichern. Ist es das hier gewesen, ne? Also gut, wir brauchen vielleicht, was ist denn hilfreich gegen Wasser, Eis oder sowas, ne? Die Frage ist aber, greifen wir da an oder eben aber nicht? Großes Wasserelementar. Wir kriegen auch irgendwie keine richtige... Oh, okay, ich nehme eine E-Mail. Wir kriegen keine richtige Information, was so ein Wasserelementar kann, ne? Na gut, dann machen wir mal Folgendes. Dann machen wir erstmal Schluss für heute. Ist eine etwas kürzere Folge, aber es passt schon so. Ich werde mal... was weiß ich noch nicht genau, was ich machen werde. Vielleicht werde ich mal drüber nachdenken, ob wir das überhaupt angreifen oder aber nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut.